So, moin moin, hallo und herzlich willkommen. Das ist ja widerlich, ey. Ekelhaft ist das. Ekelhaft. Der Priester des Nebels, wenn ich raten darf. Skillpunkt. Wo ist Skillpunkt? Oh, da unten ein Buch. Danke. Danke, danke. Wo ist der Skillpoint? Da. Wie kann ich denn sowas übersehen? Wie kann ich sowas übersehen? Stell mich schon ganz schön glatt an, manchmal. Jetzt nach draußen und dann können wir da hochgehen. Elite! Ja, bitte, danke dafür, würde ich mal sagen. Alter! Das macht gleich wieder so einen Schaden. Geh weg da! Hau ab, Mann! Oh. Todesamulett. Todesamulett 6, was macht der? Der macht, ich hab die... Ja, gut. Dann haben wir den einfach noch stärker gemacht jetzt. Sehr gut. Oh, mir juckt die Nase. Ist das ekelhaft? Oh. Heute läuft's gleich hier unten. Es ist unangenehm warm irgendwie. Die Nase läuft mir. Also gut, diese Priester sind die Nebelpriester, genau. Das sind die den Nebel verursachen, ne? Und wenn die weg sind, dann sind auch die, ist auch der Nebel weg. Aber dazu muss man die eben erst immer mal finden, die Gestalten. Schlüssel haben wir. Okay, boah. Heute läuft's ja bei mir. Nase, Yogi. Sind da irgendwo welche? Nö, ne? Da oben waren wir drin. Ne, Corona vom Nasi-Jugend? Ne, 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 ne. Oh. Es dachte, ich springe in den Abgrund. Okay, jetzt kommen wir hier rein. Aber das kommt mir gar nicht so anders vor, das Level, als letztes Mal. Irgendwie sieht das doch sehr ähnlich aus, habe ich das Gefühl. Da kann man nicht rein. Da kommen wir nie rein, wahrscheinlich. Der hat aber auch derbe getroffen, muss man mal sagen. Weil ich bin über den drüber gesprungen, aber der hat bam, 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 hat er trotzdem gemacht, ne? Läuft gar nicht bei mir. Ah, komm. Vogel, ey. Hau ab, du. Wo ist der Nebelpriester? Den geh erstmal suchen. Da ist er. Vogel, ey. Weg ist er. Okay, sollen wir den noch wegmachen da oben? Alter! Wieso macht denn der das nicht? Ich hab da oben... Ich hab das so gemacht. Warum macht er das? Warum schießt er das nicht hin? Warum macht er das nicht? Dass ja mal einer auf mich hören würde, ne? Okay, wo muss ich jetzt hin? Ach, hier gibt's wieder was Besonderes, ne? Genau, hier waren wir aber doch schon mal, würde ich sagen. Das kennen wir schon. Okay. Hier, auf jeden Fall waren wir hier schon mal drin. Ich weiß nicht, ob das irgendwann was anderes dabei rauskommt, ne? Ob man irgendwie was noch findet. Da unten war ein Händler, ist hier, genau. Ja, moin. Alles muss weg. Aber ich bin eigentlich fast gesund. Ich brauche mir jetzt hier nicht kaufen, ne? Nö, das Geld kann man sparen. Da können wir auf jeden Fall Geld sparen. Gehen wir zurück. Achso, gehen wir wieder raus. Was ist da gerade runtergefallen? Ist hier irgendwo eine Nebelfigur? Ich sehe keine gerade aktuell. Ach stimmt, die sieht man ja auch nicht, die Nebelfiguren. Ja. Ja, alles klar. Alter.
Da kocht er, wenn wir Pizza machen. Das stimmt. Das können wir machen. Ich hab gestern Pizza gegessen. Schön Gyros-Pizza gab's gestern bei mir. Ein bisschen mehr Schaden könnte der Bogen machen, ne? Ein bisschen mehr Schaden. Oh, drüben ist er. Schlüssel? Oh, ach du. Ich will die Gegner sehen. Ich will die sehen. Was ist das? Oh. Ach komm, scheiß Ding, ey. Ekelhaft, ekelhaft einfach hier. Das hört nicht auf, ne? Mit diesen komischen Viechern, ey. Es wird nicht besser. Okay, kommen wir zurück. Was isst du gar nicht so für Pizza? Was ist deine Lieblingspizza? Wie sieht die aus? Alter. Lecker voll Restaurant, du warst so lecker seit langem wieder von da. Okay. Ja, bei uns ist auch so, wir haben natürlich, ich muss dazu sagen. Oh. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich für mich einen Lieferdienst so ein bisschen entdeckt. Wir haben früher überhaupt nicht über Lieferdienste bestellt und so, ne? Gab's gar nicht bei uns. Aber wir haben jetzt tatsächlich mit so einem Internetportal, ne? Was ich jetzt mal einfach nicht nennen möchte. Oh, Mann. Und da gibt's bei uns in der Stadt also drei Lieferservices, die da gelistet sind und das ist wirklich cool. Es ist wirklich fetzt wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Was, einfach nur eine Salami-Pizza? Ich bin ja so ein spezieller Typ, ne? Ich mag ja total gerne so, so Pizza mit Hühnchenfleisch und zum Beispiel mit Curry oder mit Ananas, ne? Meine Frau, ich bin immer der Einzige, meine Frau total überhaupt kein Freund von so oder heißes Obst und so oder Pizza Hawaii mag ich auch ganz gerne, ne? Kann der mal bitte da oben kaputt gehen, der Typ? Ja, kann er. Oh, ne, eine Twitch-Kiste. Was meint ihr, wollen wir mal die Twitch-Kiste versuchen? Die Frage ist, ob sich das lohnt, ne? Aber jetzt gibt's bestimmt geilere Waffen, die wir die jetzt aufmachen, als bisher. Kommst du irgendwie hoch? Gibt's da oben was? Nö, ne? Ich mag den Laden, das kommt... Barleys Pizza ist so lecker, okay? Was denkst du, schaffen wir den Boss da? Ich meine, wir sind ja ausgerüstet mit den beiden Sachen, ne? Die Frage ist, was kommt da raus? Wir müssten es eigentlich schaffen können, oder? Dann machen wir einfach mal mehr Schaden mit der Peitsche. Wir machen mehr Taktik wieder. 12%, wir machen mehr Taktik wieder. So, jetzt machen wir einfach mal Folgendes. Das dahin, auf die Kiste. Okay. Ja, das ist echt gut, würde ich sagen, ne? So, und die brauchen wir nicht mal. Das lohnt sich gar nicht, die Infanteriegranate. Wie hast du das jetzt gemacht? Wie hast du das jetzt gespammt? Das ist der Hammer. Hast du ein Makro dafür geschrieben? Oh, hallo, nice. Boah. Schon wieder so ein Typ hier irgendwo versteckt, ne? Boah, das ist verkrümelt. Ja, was soll's? Ist ja egal jetzt. Hier kommen wir rein. Was, das war's schon, oder was? Okay, let's go up. Wir sind raus hier aus dem Laden. Hey, wir sind auf dem Glockenturm. Steuerung V und alles Spam. Also, sitzt du quasi am Computer und schaust am Computer zu? Bist du gar kein Handy-Zuschauer? Ja, das haben wir nicht geschafft. Ja moin, wir haben 24 Zellen. Was könnte man denn bei dir bitte dafür kriegen? Wir waren ja weiter unten irgendwo. Was mich nicht umbringt, macht mich härter. Ja, ich meine, ich pariere ja eigentlich. Ist ja auch Quatsch, ne? Boah. Eigentlich macht's alles hier nicht so richtig Sinn gerade für mich. Nicht für meine Spielweise.
weiß nicht, was ich lernen soll, ne? Ich weiß nicht, was ich lernen soll. Wenn die normal den Mod-Modus sehen, kann der nicht am Handy nutzen. Ach so. Ich weiß gar nicht, was du mit dem Mod-Modus meinst, tatsächlich. Verwerten. Ich weiß echt nicht, was soll's. Ich pariere ja gar nicht, aber ich habe ja gehört, später soll man mit Schild arbeiten und vielleicht lohnt sich's dann. Die Modifikationen lassen wir mal, wie sie sind. Das lassen wir auch, wie es ist. Gab nichts. Auffüllen. So ein Schwert in der Schreibbox dran draufklicken. Okay. Und was macht das dann? So, was haben wir jetzt eigentlich? Okay. So, ja, moin, geh auf. Folge dem Licht. Och, nö. Och, Pilze sind auch kacke. Vögel geht eigentlich. Also Vögel, da kommen wir ganz gut zurecht dagegen hier. Aber alles andere ist ja... Na, huiuiui. Hast du echt Pilze ausgewählt? Meinst du das wirklich ernst? Hast du wirklich Spikes geschrieben? Ist doch assi. Pilze. Okay, ich weiß nicht, was denkst du? Wollen wir jetzt mal noch Pause einlegen und das beim nächsten Mal weitermachen und dann noch eine Runde Marbles on Stream spielen? Ich würde ja gerne mal den Tilted-Modus ausprobieren. Erfolg, tick-tack, wir sind auf dem Glockenturm. Dann gehen wir doch mal da hoch. Ja, ja, irgendwie muss ich ja nerven. Ja. Sag mal, kämpfen wir gleich mal gegen den Boss oder was ist das jetzt hier? Das ist ja ekelhaft hier. Och, Kackpilze! Oh, Drecksding. Hau ab, du! Krippe! Was ist das? Was war denn das jetzt? Was, du kennst Marvis on Stream nicht? Das ist ja ganz verrückt. Das ist ja ganz verrückt. Dann zeige ich dir mal Marvis on Stream. Pass mal auf. Das machen wir gleich mal. Das könnte dir gefallen, denke ich. Macht natürlich mehr Spaß, wenn man mehr Leute ist, muss man dazu sagen. Oh, ich mache keinen Damage mehr, merkst du das? Okay, also hier bin ich definitiv zu schwach für. Hier bin ich zu schwach. Da muss ich auf jeden Fall. Hier muss ich strategisch anders vorgehen, auf jeden Fall. Hier muss ich wirklich versuchen, die Waffen, die ich habe, zu nutzen, ne? Was noch inner? Elite auch noch. Und ich habe auch noch an die falsche Stelle gezaubert. Ah, ich kotz. Jetzt habe ich. Da hat sich hochteleportiert in die Falle rein. Wie nice. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Das nehmen wir mit. Versuchen wir das mal. Ein paar Murmeln.
Aber es müsste natürlich auch zum Ziel kommen, damit sich das auch lohnt. Was ist das? Hokutos-Bogen erworben. Ach, Kackbaum hier. Ah, nein! Dreckspilz, ey. Danke für die Heilung. Mann, ey, unangenehm. Ah! Die haben Clusterbomben. Was ist denn da los? Ich hab die Glocke geläutet, ne? Bin ich nicht gut? Ich bin der Glöckner von Notre Dame. Bruder. Was denkst du? Die Mucke ist auch cool jetzt, ne? Die wird immer besser jetzt. Hallo. Was gibt's denn hier bei dir so? Ach, nee, nehme ich alles nicht mit. Will ich alles nicht haben. Was müssen wir jetzt? Wir müssen noch ein Stück höher. Okay, geht noch höher. Oh, wo ist denn das Pergament? Aber wo ist es hingefallen? Hier liegt's. Darf ich nicht aus dem Falsche nehmen, ne? Ich nehme hier jetzt. Aber ich mach mal wieder. Ich mach mal wieder rot, wa? Oder? Ne, wir nehmen mal wieder grün. Klar, komm hier, nehmen wir grün. Mach die Kelle mit dem Modbase. Bossmusik, die ist cool, okay. Ey, bin ich am Ziel? Ich bin am Ziel! Oder? Ne, sieht nicht aus wie Ziel. Das ist nur der Teleporter, okay. Was ist denn das jetzt Assiges hier? Jetzt habe ich einen Uhrmacherschlüssel geholt. Das war's schon. Okay, hier sind wir fertig. Jetzt muss ich wieder runter, oder was? Hm. Hier muss ich auch wieder runter. Ja, ich bin völlig falsch hier. Wo muss ich denn hin? Hier muss ich runter? Also, wo muss ich denn jetzt hin? Hier runter? Hier runter und dann rüber, oder was? Oh. Danke, Bruder, der war hier. Nach dem Level mal bis zum Stream, so würde ich sagen. Also, ey, was ist denn hier los? Genau. Also wahrscheinlich nach dem nächsten Tod könnte man eher... Was ist das, was hier so einen Schaden macht? Alter, heute juckt es mich überall. Was ist denn das? Obst fliegen hier ohne Ende, oder was ist das hier, ey? Kennst du das, wenn du irgendwo bist, ne? Wo du das Gefühl hast, irgendwie da ist irgendeine Fliege im Raum, da juckt sich die ganze Zeit, ey. Genau wie wenn du irgendwo Ameisen im Raum hast, ne? Wo kommt der her? Wo kam der Große jetzt her? Was ist denn das? Weil Leben tut er ja offenbar noch. Der hängt da oben fest, okay. Wo ist der? Was ist denn das? Das große Riesending. Rechts oben ist eine Tür. Ja, das ist die da, genau. Glockenturmschlüssel brauche ich dafür. Ach komm, ey. Dann muss ich ja... Dann muss ich ja da was übersehen haben. Ist der hier irgendwo? Okay, der ist weg. Scheiß Pilz, ey.
Ich drück immer auf den falschen Knopf, ne? Glaubst du das? Ja, nehmen wir den da Typen auseinander. Der ist weg, okay. Überleben wurde erhöht, danke. Danke dafür. Hier ist auf jeden Fall ein Teleporter. Bleibt da sitzen. Ja, sehr gut. Den machen wir. Sehr nice. Ah, voll rein. Wie kann denn das passieren? Oh Mann. Entwurf, gewaltige Granate. Okay. Das ist offenbar die Granate von den. Könnt ihr mal bitte das Ding da in Ruhe lassen? Kriegt ihr gleich mal ein neues noch. Wo ist der Pilz? Wo ist dieser blöde Pilz? Assi-Pilz, ey. Da reicht es doch so ein Pfeil. Was macht denn der Pfeil eigentlich? Was zeigt mir rechts der Pfeil? Zeigt er mir, wo ich hin muss? Dann bin ich weg, okay? Okay, hier sind wir auf jeden Fall drin. Das war die. Genau, mit dem Uhrmacherschlüssel sind wir jetzt reingekommen. Dafür, dass du noch nicht so lange spielst, bist du gut. Danke, 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 danke. Das ist ein sehr, sehr nettes Kompliment. Hier ist die Turmuhr, da können wir jetzt rein. Ich gebe mir halt Mühe, ne? Aber das, ich muss sagen, ich spiele offenbar auch auf leicht. Also. Ah, wir haben es geschafft, guck mal. Dann haben wir nur eine Tür unten verpasst. Eine Tür haben wir verpasst. So, wir haben wie viele Punkte? 35. Das reicht, um hier das noch zu Ende zu lernen. Dann hätten wir wieder was fertig, auf jeden Fall. Was wir vielleicht gar nicht brauchen, ne? Aber. Was macht denn der Feuerstein? Angefallen, um einen kritischen Treffer zu sein, um eine Fallspur zu erzeugen. Ist das eine Nahkampfwaffe? Ist eine Nahkampfwaffe, auf jeden Fall. Wobei der Assassinendolch doch auch ganz gut war, ne? Der hat mir gut gefallen. Mutation Predator. Das Töten eines Gegners durch einen Nahkampfangriff macht dich unsichtbar. Ja, geil, den nehmen wir mit jetzt. Das nehmen wir mit. Na, endlich kommt immer was Vernünftiges dabei raus. Was hast du denn da für mich? Danke. So, was machen wir denn jetzt? Nochmal Taktik, komm, auf 10. Taktik auf 10. Hat das jetzt vielleicht einen Sinn, wenn die auf 10 ist? Das lassen wir, wie es ist. Okay. Danke für die Wahl schon. Dann können wir jetzt zur Turmuhr gehen. Und dann, pass auf, mal jetzt raus. Der Assassinendolch war echt gut, laut dir. Genau, der hat mir gut gefallen. Der hat mir gut gefallen. So. Und das hier machen wir nächstes Mal. Pass auf, ich mache jetzt so. Ich gehe jetzt ins Hauptmenü zurück. Ich finde das ja geil, wie gut wir eigentlich schon vorangekommen sind, ne? Und jetzt pass mal auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Ich gehe jetzt zurück hier. Spiel verlassen. So, jetzt müssen wir kurz die Szene wechseln. Wir gehen in die, ich glaube, das ist die richtige Szene, ne? So.